Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gericht blockiert Wiederwahl Puigdemonts in Abwesenheit. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident müsse bei einer Abstimmung im Parlament persönlich erscheinen, so das Verfassungsgericht in Madrid. Puigdemont hält sich derzeit in Belgien auf. In Spanien droht ihm eine Haftstrafe wegen Rebellion. Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen in Berlin. CDU, CSU und SPD beraten zunächst weiter in Arbeitsgruppen. Diese Verhandlungen sollen bis Freitag abgeschlossen sein. Am Nachmittag besprechen die Parteichefs dann erste Ergebnisse. Kreml-Kritiker Nawalny ruft zu landesweiten Protesten auf. Grund ist sein Ausschluss von der Präsidentenwahl im März. Die größten Kundgebungen werden heute in Moskau und St. Petersburg erwartet. Die Behörden haben die beantragten Demonstrationsrouten nicht genehmigt. IKEA-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Er starb gestern im Alter von 91 Jahren zu Hause in Småland. Kamprad hatte die schwedische Möbelkette 1943 gegründet. Er zählte zu den reichsten Menschen der Welt. 1000 Jahre Wormser Dom. Mit einem feierlichen Gottesdienst ist das Festjahr zum Jubiläum eröffnet worden. Der Wormser Dom wurde im Jahr 1018 geweiht und war seitdem Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse. Das Wetter. Verbreitet wolkenverhangen, im Bergland neblig und gebietsweise Regen oder Nieselregen. Freundlicher in Küstennähe, zu Beginn auch an den Alpen. Höchstwerte 4 bis 11 Grad.